In blauem Vogtland bin ich geboren. Ich komme aus einer gewissen Tradition. Meine Vorfahren waren alles protestantische Geistliche, Dekan oder Superintendenten. In einem Pfarrhaus wurde sehr viel Musik gemacht. Ich habe auch viel Geschwister. Es wurde viel gesungen. Die Verbindung mit der Kirche, Orgel und Kirchenchor hat mich frühzeitig zum Singen und zur Musik überhaupt gebracht. Ich habe über Freiberg im Erzgebirge meinen Weg gemacht als Kind und habe dort das große Erlebnis der berühmten und schönsten existierenden Silbermann-Orgel erleben dürfen, bis ich nach Dresden in den Kreuzchor kam und dort als Kind gesungen habe, in allen Stimmen, Sopran, Alt, Tenor, bis ich später an der Orgel oder Cembalo Continuo spielte und so alle Werke von Bach in allen Stimmen kennengelernt habe, bis ich Organist an der Thomaskirche wurde, nachdem ich bei dem berühmten Organistenmacher und Organistenvater Karl Straube studiert habe. 6 Jahre bei Straube, 2 Jahre bei Günter Ramin. Am 1. Juli 1949 war der 23-jährige Karl Richter zum Organisten an der Thomaskirche in Leipzig berufen worden. Aus den 2 Jahren der Zusammenarbeit mit dem Thomaskantor Günter Ramin gibt es eine Reihe von Konzertprogrammen, die belegen, dass Ramin seinem Thomasorganisten immer wieder Gelegenheit zu solistischen Darbietungen gab. Zudem besetzte Ramin eigens für Karl Richter das Continuo zusätzlich zur Orgel mit einem Cembalo, wohl um ihm die Möglichkeit zur improvisatorischen Entfaltung zu geben. Eine Fähigkeit, die ihm Zeit seines Lebens in höchstem Maße zu eigen war. Ende 1950 spielte Karl Richter, inzwischen Nationalpreisträger für Kunst und Literatur der DDR, an 2 Abenden alle 6 Orgel-Triosonaten von Johann Sebastian Bach, dazu 4 der großen Orgelwerke. Und nur 6 Wochen später standen neben der französischen Ouvertüre in H-Moll die Goldberg-Variationen auf dem Programm eines Cembalo-Konzertes im Ratsplenarsaal des Neuen Rathauses. Im April 1951 verließ Karl Richter die DDR. Die politischen Verhältnisse standen seinen künstlerischen Ambitionen mehr und mehr im Wege. Auf der Suche nach einer Anstellung sprach er auch in München vor. Mein Vater, der Dr. Theodor Heckel, Dekan an St. Markus und für ganz München, kam 1950 nach München. Er wurde im Oktober 1950 eingeführt. Sein Organist war damals der allseits bekannte Michael Schneider. Dieser hatte einen Ruf nach Detmold und musste leider von München weggehen. Zum Bedauern meines Vaters, denn er hatte sich mit ihm sehr gut auch verstanden. Dann war es notwendig, die Besetzung der leeren Orgelstelle an St. Markus wieder durchzuführen. Es wurden relativ bedeutende, für die damalige Zeit, Organisten eingeladen. Der erste war ein bayerischer, Otto Meyer aus Ansbach, der ein guter Kantor war und noch lebte, als später Richter die ersten Aufführungen auch auf der Bachwoche in Ansbach machte. Dann kam noch einer, das war Hans Heinze aus Lüneburg. Und auf den hat sich die Kommission dann in etwa eingeschworen. Und wie die Zufälle wunderlich sind, kam gerade in dieser Zeit eine Konzertreise des Thomanerchors, den man damals um 51 noch herausließ, in die Markuskirche mit ihrem Leiter Günter Ramin. Herausgreifen möchte ich nur, dass mein Vater ihm die Situation der Kirchenmusik in München darlegte, dass in Markus ein Organist gesucht wird und dass dann Ramin spontan gesagt hat, ja, kann ich ihn Karl Richter nennen, meinen bisherigen Thomas-Organisten. Und mit der ausdrücklichen Bemerkung schreibt mein Vater, der kann mehr als ich. Mein Klassenkamerad Gerd Lutze, der dann ja später Arzt wurde, rief mich eines Tages unvermutet an, dass der Chor
mit Ramin nach München käme. Der Ramin hat zu mir gesagt, ob ich denn nicht mitkommen könnte, weil der Tenor so schwach ist. Genau diesen Passus hat Karl Richter auf Reisen immer an mich gerichtet. Er hat gesagt, ach, können Sie heute Abend nicht auch nochmal mitsingen? Der Tenor ist doch so schwach. Also, wir hatten ausgemacht, wir treffen uns im Bratwurstglöckl. Das kennst du, habe ich gesagt. Da treffen wir uns nach dem Konzert von Ramin. Wir hatten um 8 Uhr gesagt, es war 9:30 und er war noch nicht da. Da habe ich gedacht, jetzt zahle ich und dann gehe ich. In dem Moment geht die Tür auf und Gerd Lutze kommt rein. Sagst du, also sage mal, das finde ich aber gar nicht nett von dir. Wir sitzen seit 8 hier, die anderen sind schon geflohen. Ja, sagt er, da ist der dran schuld. Ich sage, wer ist denn das da? Das ist Karl Richter. Was heißt hier Karl Richter? Was ist das? Kennst du Karl? Wo soll ich Karl Richter herkennen? Was ist denn der? Der ist Thomas-Organist. Was, habe ich gesagt, der ist Thomas-Organist? Schaut er gar nicht zuerst. Hat er gesagt, du wirst staunen. Das. Ja, und was macht der hier? Nun hat der Richter dann sich eingemischt in das Gespräch und es kam dann heraus, dass er dem Dekan Heckel vorgespielt hat in der Markuskirche und der habe ihn sofort engagiert. Jedenfalls leitete mein Vater dann ein Besetzungsverfahren ein. Er schreibt selber, dass es gerade wegen der Jugend etwas schwierig war. Damals ging man immer noch nach der Autorität des Alters und so weiter und der Erfahrenheit. Und er etwas Not hatte, das durchzusetzen. Und er hat sich dann hinter den damaligen Leiter der Bayerischen Kirchlichen Landessynode gestellt, Ministerialrat Dr. Meinsold. Und der hat dann auch mitgeholfen, dass die Berufung zustande kam. Nur wenige Wochen, nachdem Karl Richter im Oktober 1951 an St. Markus in München berufen worden war, gab er am 25. November mit dem Heinrich-Schütz-Kreis ein erstes anspruchsvolles Motettenkonzert mit Werken, die auch in späteren Jahren immer wieder in den Programmen der Motettenkonzerte auftauchten.